Hi Leute, ich habe lang ersehnte Post aus England bekommen und die will ich jetzt mal schnell aufmachen. Ich bin drauf gekommen, ich mache das mit meinem EDC, was ich letzte Woche getragen habe. Ich bin drauf gekommen aufgrund eines Reviews von Pens and Knives. Dann habe ich mal rumgegoogelt und bin auf einen Amazon-Laden gekommen oder einen Laden, der in Amazon ausstellt. Die heißen Phoenix Agencies. Wie dem auch sei, das hat mich gekostet 16,95 Euro plus Versand. Und hier ist das, was ich mir bestellt habe, was ich demnächst als EDC mal ausprobieren werde. Ich bin erstmal sprachlos. Das passt auf meine Hand ideal. Ich bin normalerweise nicht so ein taktisches Look-Design von Typ, aber das Ding, als ich das bei Pens & Knives gesehen habe, hat es mir angetan. Clip ist viermal versetzbar. Das konnte ich nicht glauben, dass dieses Retention so stark ist. Da ist hier richtig der 90 Grad Stopp und dann ganz auf. Das heißt, wenn ich es mir sogar hier versuche zuzumachen, es kommt gar nicht dahin. Da ist mein Finger im Weg. Ah, wunderbar. Man hat was in der Hand. Ich wollte etwas härter rannehmen beim Schnitzen als mein Victorinox und bin auf das gekommen, dachte mir, das muss man probieren bei dem Preis, ob da auch eine Leistung hinter sitzt. Ist in über 150 Ländern legal zu tragen. Und das will ich mal ausprobieren jetzt als EDC. Ich schalte mal gerade noch auf Makro um. So. Betrachte es selbst gerade noch mal. Hier Stone gefinished oder Stonewash finished. Hier oben einfach nur in eine Richtung gebürstet. Designed by Williamson Urban Tactical. Das ist auch eine ordentliche Rückfeder hier. Da sieht man es dann auch, warum das Messer in 90 Grad so gut einrastet, weil da so fast ein rechter Winkel in dem ist. Hammer! Ob man es mit einer Hand öffnen kann, bei der Retention, sehr schwer, höchstens vielleicht so. Nee. Es springt kurz auf, aber es klappt nicht. Höchstens könnte man es halt per Karabiner irgendwo festmachen und dann diesen Karabiner quasi ziehen und dann könnte man es auch mit einer Hand öffnen. Das ist so fest,
Diese Feder ist der Hammer. Na gut, ich will es nicht lang machen, ist ja nur ein Unboxing, ist ja nur eine Post von Video. Wollte ich euch einfach mit teilhaben lassen an meinem Ersteindruck. Liebe Leute, also, wenn ihr wollt, dass ich das wirklich ernsthaft mal reviewe oder so, lasst mir einen Daumen hoch da. Bisher bin ich kaum über 25 Daumen hoch pro Video gekommen. Das wäre für mich ein Signal, hier mal ein Review drüber zu machen und ein Langzeitfazit zu erstellen. Also lasst mich wissen. Und tschüss.